Um überhaupt entscheiden zu können, brauche ich ein Testament und was soll denn eventuell drinstehen, muss ich ja erstmal wissen, was ist denn die Rechtslage, wenn ich kein Testament habe. Stichwort gesetzliche Erbfolge. Also was gilt denn dann? Schauen wir uns als erstes mal die Verwandten an. Es gibt verschiedene Ordnungen im Erbrecht. Wissen Sie alle, der Erblasser ist derjenige, der verstorben ist, also derjenige, der ein Testament schreibt oder versterben wird. Im Moment noch unverheiratet, der Platz links, der Weiße, da kommt später der Ehegatte dazu, aber diejenigen, die nicht verheiratet sind, für die gilt das hier. Da ist die Frage, gibt es Erben erster Ordnung? Das sind alle, die von mir abstammen. EGB-Terminologie Abkömmlinge, das ist der Oberbegriff für Kinder, Enkel, Urenkel und so weiter. Gibt es solche, erben nur die? Erben erster Ordnung. Wie gesagt, wir reden von einem Nicht-Verheirateten oder einem Verwitweten. Der Ehegatte kommt später. Erben erster Ordnung sind also alle, die von mir abstammen. Gibt es da welche? Haben alle anderen Pech gehabt? Es erben nur die Erben erster Ordnung. Und zwar innerhalb der ersten Ordnung die Obersten. Stammesprinzip. Das ganze Erbrecht klingt ein bisschen nach Karl May. Ne? Stamm und so. So ist es in jeder Ordnung. In der ersten Ordnung alle, die von mir abstammen. Also wenn ich Kinder habe, mindestens eins, dann erbt nur das Kind. Alle anderen haben Pech gehabt. Werden repräsentiert durch den Stammesältesten. Sozusagen, also durch mein Kind. Wenn das Kind vorverstirbt, weil es einen Autounfall hat, rücken die Enkelkinder nach in der ersten Ordnung. Habe ich keine Abkömmlinge, geht es in die zweite Ordnung, das sind die Eltern oder deren Abkömmlinge, sprich die Geschwister. Wenn die Eltern schon vorverstorben sind, sind es die Geschwister. Ist nachher wichtig bei der gesetzlichen Erbfolge, wenn sie verheiratet sind, weil viele nicht bedenken, dass wenn sie zwar verheiratet sind und keine Kinder haben, meinen viele, brauche ich kein Testament, mein Ehepartner erbt alles, weit gefehlt. Die Geschwister des Verstorbenen sind Miterben. Also das ist schon ein zwingender Grund, ein Testament zu machen, wenn sie nicht wollen, dass ihre Geschwister miterben, sondern wollen, dass nur der Ehegatte Alleinerbe ist. Das passiert nicht automatisch, sondern da müssen sie ein Testament machen. Habe ich also auch keine Eltern mehr, weil die vorverstorben sind und ich auch keine Geschwister hatte, dann geht es zurück in die dritte Ordnung, also zu den Großeltern. Die sind in der Regel schon vorverstorben, sprich es geht um Cousinen, Tanten, Onkel, Vettern und so weiter. Und ganz selten muss man zurück zur Ebene der Urgroßeltern. Das soll jetzt soweit genügen, bloß dass wir klar sind, wer erbt denn, wenn ich nicht verheiratet bin. Und das ist die Ordnungsreihe.